Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Osiris New Dawn hier auf Crimson Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm. Und es hat ein paar Änderungen gegeben. Guck mal, hier sieht man 100% Pressure. Ja, und hier sieht man Oxygen 0. Okay, das... naja. Aber es hat einen kleinen Fix gegeben. Ein kleines Update, das aber nicht alle Server und Spielstände zurückgesetzt hat, sondern einfach nur ein paar Bugs entfernt hat und ein paar Sachen neu geregelt hat. Und die Kisten sind alle wieder weiß. Ich muss die Kisten neu färben. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ich habe außerhalb der Aufnahme hier den Rover gebaut. Also was heißt außerhalb der Aufnahme? Das waren halt wirklich nur 5 Sekunden, wo ich einfach gemacht habe, Rover, okay. Denn die letzte Folge, die 16 Minuten noch was, die wir aufgenommen haben, sind leider weg. Also ich habe... Das war aber auch meine Schuld. Ja, da kann ich nicht einfach sagen, das war einfach ein Fehler vom Aufnahmeprogramm oder vom Spiel. Nein, ich war einfach zu blöd. Wir wollten in die Mine gehen. Da ist das Spiel gecrashed. Da war ich im Hauptmenü. Und da wollte ich das Spiel neu starten und ich habe das Spiel einfach beendet, bevor ich die Aufnahme beendet habe. Das bedeutet, das Aufnahmeprogramm ist dadurch dann gecrashed und... ja. Aufnahme ist Müll. Das war ein bisschen doof. B, Customize. So. Das hier war Copper. Gut, und das hier war Gold. Das hier war Aluminium. Das war auch Aluminium. Grau, grau und schwarz. Was war das hier? Iron. Iron ist doch eher rötlich. Machen wir das mal. So, und das da drüber auch. Und das war dann Magnesium. Das war natürlich so lila Farben. So, da sind immerhin die wieder ordentlich gefärbt. Und ich habe mir gedacht, dass ich noch eine Aufnahmesession mache. Muss halt echt noch einiges gefarmt werden. Lithium und Plutonium müssen wir noch Kisten für machen. Für vieles müssen wir noch Kisten machen. Ich pack das Zeug erstmal hier rein, was ich so habe. Um weiteres, um diverses kümmern wir uns dann nachher. Ist voll. Machen wir hier noch was rein. Split. Das auch noch rein. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen farmen. Mit unserem schönen Rover. Er ist doch bestens dafür geeignet. Fangen wir hier schon mal an mit dem, was wir hier haben. Wir nehmen so viel mit wie möglich. Das können wir ja alles in den Rover packen. Der hat ein schön großes Inventar.
So, da hinten war auch noch Aluminium. Ne, das ist Base Metal. Egal. Das ist halt so die Sache bei dieser Art von Spielen. Es müssen halt auch mal Farming-Sessions gemacht werden. Das ist jetzt der Fall. Aber ich kümmere mich um Farming-Sessions immer so, dass ich die zusammenschneide zu einem extra langen Video. Damit die Leute, die nicht unbedingt die ganze Zeit das Farmen sehen wollen, einfach die Folge auslassen können und dann zur nächsten gehen können. Aber an alle, die jetzt gerade bei der Folge dabei sind, schön, dass ihr da seid. Farmen wir ein bisschen und machen das Beste draus. Dann ist wieder dieses Spinnenvieh. Zu den Rubber Trees möchte ich auch gerne nochmal. Ich möchte da ganz gerne noch ein paar Science-Punkte farmen. Ich habe gestern einen Spielstand gemacht im Creative Mode und dort ein paar Fahrzeuge erstellt. Und zwar ein Spaceship, drei Hoverboards, ein Rover und ein GAV. Das ist schon mal eine Menge. Ich weiß aber wirklich nicht, ob das Spiel hier eine Begrenzung hat mit Gebäuden und Fahrzeugen. Das wäre echt gut zu wissen für die Zukunft. Weil soweit ich gesehen habe, können wir die Fahrzeuge nicht einfach so auseinandernehmen mit dem Multitool. Und ich gehe mal dahin. Na, das nehme ich mir noch mit. So, wenn ich jetzt mit dem Multitool dahin gehe, steht da nur Repair, Advanced Repair und Customize. Ups. Das ist dann natürlich ein bisschen doof, dass wir das Ding demnach nicht einfach zerstören können. Na gut, dann Open Inventory. So, ja, da passt doch schon ein bisschen was rein. Zwar nicht so viel wie in meiner Erinnerung, aber auch nicht schlecht. So, ich fahre mal kurz an dir vorbei, ja. Interessiert dich scheinbar auch nicht. Finde ich gut. Aurelio Bluff. Bleib stehen, bleib stehen. Das Ding geht auch nur Vollgas und Vollbremsung. Ist das da Magnesium? Ja, Tatsache. Obwohl wir von Magnesium ja eigentlich genug haben. Ach. Komm her. Wo ist das Vieh hin? Das ist ja schrecklich mit diesen kleinen Mistviechern. Dann kommt das Spiel auf einmal so leise vor? Ist das normal? Habe ich irgendwas verpasst? Nicht, dass sie irgendwie die Einstellungen einfach zurückgesetzt haben mit dem Update. Na komm her. So. Parasiten, die machen den Anzug echt schnell kaputt.
Ja, schön, packen wir den Rest hier auch nochmal da rein. Ach, Moment, ich habe doch den Controller hier. Hat das Spiel denn schon richtige Controllersteuerung? Ja, Tatsache, damit lässt sich das Fahrzeug auch viel besser steuern. Okay, dann lasse ich den Controller einfach mal hier liegen und steuere das Fahrzeug dann immer damit. Scheint wohl auch Base Metal zu sein. Holen wir uns erstmal ein wenig Rubber. Erstmal bei dem hinteren Baum, dann beim vorderen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir hier in der Nähe unsere Bars aufgebaut hätten, da wir dann immer Wasser hätten. Dann bräuchten wir das halt nur zu säubern hier. Obwohl, stimmt eigentlich. Ich könnte ja noch ein bisschen Wasser farmen. Ein paar Gläser machen. Es fehlt echt noch irgendein böses Vieh, das im Wasser lauert. Das wäre noch geil. Na gut, geil wäre es nur teilweise. Wäre halt geil, dass es sowas geben würde, aber wäre scheiße, wenn ich auf einmal hier am Bäume fahren würde und dann von der Seite von irgendwas weggezogen werde. Ich frage mich gerade, ob man so Dinge auch einfach irgendwo in den Boden pflanzen kann. Ja, und jetzt fahre ich doch wieder mit der Tastatur. Da sieht man schon wieder. Ich halte mich nie an das, was ich sage. Das wäre halt echt gut, wenn ich hier jetzt einen Marine dabei hätte. Aber ich habe echt keine Ahnung, ob es nochmal zu einer Session kommen wird, wo alle vier dabei sind. Da bist du doch. Ach, komm schon. Ich bräuchte mittlerweile echt auch nochmal eine Assault Rifle. Das ist ja echt schlimm hier. Die Nahkampfwaffe wird das auf Dauer auch viel zu anstrengend. Ich muss einfach mal gucken, was man so alles für eine Assault Rifle braucht. Das Problem ist, ich glaube, man braucht Diamanten. Das ist aktuell die größte Schwierigkeit für uns. Ich könnte höchstens auf die B-Seite des Planeten reisen und nachsehen, ob ich da was finden kann. Parasites. Parasites, hier nehmen. Improvisiertes Tape. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Weg hier. Alles klar.
sehen uns hier nochmal ein wenig um. Langsam wird es aber auch Nacht. Da vorne haben wir noch Aluminium, so wie es aussieht. Das nehmen wir uns natürlich auch mit. Ach. So, jetzt bitte nicht rollen. Der Rover lässt sich irgendwie komisch steuern, muss ich sagen. Also das könnte man wirklich noch optimieren. Inventory. So, sehen wir uns mal um, was wir hier oben haben. Ups. Oh, da ist so ein Vieh. Wo hätten wir denn noch Precious Metal, außer da oben, wo ich gegen diese eine Drecksspinne immer kämpfen muss? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier Precious Metal ist. Nee. Schade, ich glaube, früher konnte man Precious Metal und Base Metal auch optisch ganz einfach unterscheiden. Ich werde mal die Karte umwechseln. Zu meinem Flatable Dome. Ah ja, gut, der hat auch Scheinwerfer. Alles klar, das wollte ich nur nochmal nachprüfen. Ich denke, ein paar Bären können wir auch mitnehmen. Das kann man ja immer gebrauchen. Solange ich nicht von dem Ding getroffen werde, ist ja alles in Ordnung. Ich weiß noch früher, da sind diese Meteoriten immer in die Basis abgestürzt. Das war nervig. Okay, fahren wir weiter. Orientieren wir uns jetzt mal ein bisschen wieder an den Rückweg. Kommst du da hoch? Klar kommst du da, du bist ein Rover. Begegnen wir hier einem Wurm? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ach, da ist der Meteorit abgestürzt. Aber ohne Azunium finde ich die Meteoriten einfach nur unnötig. Ich werde jetzt mal ausprobieren, ob man mittlerweile irgendwas hier machen kann. Bauen kann man die nicht, aber ich glaube, bedienen kann man da auch nichts. Schade. So, ich glaube, das ist die maximale Geschwindigkeit, die wir schaffen. 70, also 75, abwärts.